Tut mir leid, Leute. Kein Ding. Jeder greift mal daneben. Vielleicht machen wir mal einen Break. Eine kleine Pause kann nicht schaden. Simon, du bist in letzter Zeit voll unkonzentriert. Was ist los? Nichts, alles okay, danke. Und das kommt nicht wieder vor. Oh, 15 entgangene Anrufe von Delphi. Wow, und das sagt der, der kein Glück bei den Mädchen hatte. Sie ist total verliebt in dich. Ich gehe mal kurz telefonieren. Und du und hier? Weiß nicht. Ehrlich gesagt freue ich mich, dass sie wieder im Roller ist, aber ich bin auch immer noch traurig, dass sie uns verlassen hatte. Hm. Meinst du nicht, dass du zu hart zu ihr bist? Du hast mal zu mir gesagt, jeder verdient eine zweite Chance. Ja, Simon, aber sie hat's vermasselt. Sie hat sich davon beeinflussen lassen, was andere Leute sagen. Hey, es ist manchmal einfacher, die Dinge von außen zu betrachten. Worüber habt ihr gesprochen? Über nichts. Wie sieht's aus? Proben wir weiter? Ja, auf jeden Fall. Morgen haben wir schon Soundcheck, da muss alles sitzen. Keine zu späten Einsätze oder sowas. Ja. Morgen schon? Ich hab morgen Training, Leute. Kannst du das nicht verschieben? Weiß nicht, keine Ahnung. Aber gut, ich frag mal schnell Tamara, was die dazu sagt. Ja. Simon, das Kabel! Sorry, das habe ich nicht gesehen. Gib her. Ich mach das schon. Ja, danke. Simon ist so verknallt in Luna, dass er alles für sie tun würde. Mhm. Luna! Hallo! Hast du eben unser Gespräch mitgekriegt? Über Simon? Nein. Es ist nicht so, wie du denkst. Wir schreiben an einem Lied, das... Ja. Nicht Peter? Ja, und der Text handelt von einem verliebten Jungen, der so leidet wie unser Freund Simon. Genau. Der Simon heißt, aber es ist nicht Simon. Es ist ein anderer Simon. Ja, armer Simon. Also, ich meine den Simon aus eurem Song, den, von dem ihr gesprochen habt. Leute, ihr glaubt's nicht. Tamara hat mir etwas Zeit eingeräumt. Super. Wir haben es geschafft. Hallo, Luna. Simon. Also, jetzt müssen wir nur noch unseren Zeitplan ändern, beziehungsweise uns mit Tamaras Plan abstimmen, damit sowas nicht wieder passiert. Versteht ihr? Okay. Simon, können wir kurz reden? Hallo, Jungs. Hallo, mein Spatz. Bist du soweit? Hallo. Ja, ich will nur kurz mit Simon reden, okay? Ja, klar. Kein Problem. Was willst du mir sagen? Dass ich fast mit meiner Abschlussarbeit fürs Blake fertig bin. Mir fehlt jetzt nur noch der Schluss und dann hab ich's. Sie wird bestimmt gut. Danke, Simon. Leute, es fehlen noch die Anzeigetafel und die Plakate, um die uns Tamara gebeten hatte. Wir machen eine Liste. Gehen wir, ich habe Riesenhunger. Ciao, Miguel. Ciao. Gehen wir, Papa. Diesen Blick kenne ich doch. Okay, was ist los? Es ist wegen Simon. Und eigentlich kann ich es dir nicht erzählen, weil es zu persönlich ist. Aber er leidet sehr deswegen. Und ich will, dass Simon glücklich ist. Hör mal, Spätzchen. Ich weiß, du hast ein großes Herz. Das größte der Welt. Du hast deine Freunde sehr gern und du sorgst dich um sie. Aber manches im Leben kann man letztendlich nur allein meistern. Manchmal kannst du helfen und manchmal nicht. Aber das finde ich ungerecht. Simon ist mein bester Freund. Ich muss was unternehmen. Ich muss es versuchen. Das weiß ich, mein Spatz. Wenn ich dir einen Rat geben darf. Das Beste ist, wenn du für ihn da bist. Am Ende versteht er es. Und jetzt, denke ich, solltest du dich wieder auf die Schule konzentrieren. Du musst die Arbeit fertig schreiben. Und danach sprechen wir nochmal darüber, wenn du willst. Versprochen? Ja, du hast sicher recht. Und jetzt ab nach Hause. Mama wartet auf uns.